Leute, willkommen zu Tekken 5 Dark Resurrection Video. Das wird was wieder. Es ist schon länger her, aber diesmal habe ich mich entschieden, Kommentar dazu machen. Ich habe zu lange pausiert, weil ich nicht genau wusste, wie ich das weiterführe. Und zweitens, es ist, ich habe mehr Sachen gemacht für Sega Saturn, habe ich so gut wie gar nichts da. Jetzt habe ich eindeutig mehr Videos. Fast so wie Tekken inzwischen, habe ich gesehen, da ist ohne mich. Ja, habe ich auch sehr, sehr viel gemacht, ne? Okay, es ist Asuka Kazama mit den Sushi-Sushi-Kun. Okay, Lex Reap, Leute. Wer es nicht braucht, der braucht Setsatz. Ja, den besorge ich locker. Leider nicht perfekt. Und der dasht mich weg, aber ich ziehe wohl durch. Habe ich ja als Recommended Move gekriegt von Kommentar. Aber auch den von nach vorne und Kreis ist sehr Hitbox-mäßig. Ne? Der ist es, hat sehr viel mehr Hitbox als es überhaupt hatte. Ne? Ja, also in den späteren Teilen hat es weniger Hitbox. Aktivitäten. Ich hatte schon noch ein extra viel. Entschuldigung. Aber vergessen wir was zu trinken zu holen. Kann ich noch schnell machen, oder? Und schon da sind wir wieder mit Tekken. Mit Shinkasama. Nur halt in andere Farbe und alles. Weiß es auch nicht. Rainer Gilliant. Gilliant macht ja schon eine gute Kombo, wollte ich sagen, aber ich kontere die mal aus mit Demon Slasher. Also gegen Dämonen, nicht für Dämonen. Bam! Inner Swing immer zum Platz, Leute. Hilft immer. Wenn ein bisschen Öffnung ist und du siehst, der ist Minus, mach das einfach mal. Das funktioniert sehr immer. Das hier. Auch wenn der mich doch nach, ich bin noch, hab noch immer Zeit, ihn kommen zu bringen. Hero Dance und Kombo wird abgespielt, Baby. Okay. Vegeta macht da weiter. Oh, sieht gut aus für ihn gerade. Ah, habe ich gut gemacht. Das war echt gut. Ich hätte mir gedacht, ich soll Low Parry machen, aber der ist gerade so schnell. Und ich bin da Minus. War ich mir nicht sicher, ob ich das machen könnte. Dann gehe ich lieber auf Nummer sicher. Sehr gute Kombo. Gonzo habe ich gemacht. Gegen Hayashi. Hayashi muss es natürlich sein. Liga-Daten. Liga-Match. Achso, Liga-Match. Heißt das oben rechts, nicht Liga-Daten. Die sind woanders gespeichert. Sehr schön. Sehr schöne Kombo. Jo. Wow, das war gut, da. Konnte. Ich dachte, ich kriege ihn noch, aber ne, der macht echt eine gute Sache. Okay, bei den Abstandssinn ist vielleicht immer gut, das mal ab und zu machen. Am Spielbeginn. Weil geht's genau noch nach vorne, dass ich ihn treffen kann. Ja. Diese 2 Komma ist sehr gut, weil. Ich glaube, ist sogar ein Kombo, aber. Der muss dann halt verschieden blocken. Der muss, darf nicht Hocke sein. Auch wenn der letzte ein Low ist. Der erste ist natürlich ein Medium. Bei Konterangriff ist er, glaube ich, sicher, ne? 2 Komma. Okay. Die Charaktere, die wir alle vermissen. Tank 8 vielleicht. Die in Tank 4 sehr blieb war. Ich weiß nicht mehr den Namen. So, ich hab schon einfach vergessen, Leute. Andrew 977. Entschuldigung. Nur ein kleines bisschen Husten noch. Römer, Leute. Schon ein halbes Jahr oder was? Okay. Jo, gut gemacht. Habe ich die Übersicht gesehen. Und habe ihn einkassiert. Oder sie eingesetzt, heißt das eher. Okay, das ist die letzte für die Runde.
Es ist immer so eine ganze Reihe von Runden. Wie Liga-Woche, ne, ist das. Jeden Tag ein Match sozusagen. Sehr realistisch noch gemacht. Das ist besser als die Konsolenversion von Tekken 5. Und zwar allem. Nicht nur PS2, sondern auch PS3. Ich glaube, da gab es nicht so richtig Liga-Kämpfe, oder? Doch, gab es schon, aber nicht so in mit richtige Performance, wie man hier alles hat. Das ist echt gut gemacht. Das ist echt die beste Version dafür. Das hätte ich nicht gedacht. Und ich schätze, ihr Leute wisst es auch nicht so wirklich. Oh, cooler Komma von näher. Und da reichen das hin. Ah, Lili, genau. Das ist der Name, habe ich schon was vergessen. Oh, hat so sehr gut gekonnt. Würde ich aber auch so machen, wenn ich sie wäre. Oh, das konnte sie konnen. Man sieht ja, es ist kein Konterangriff. Dann ist das kein sicherer Komma. Ja, Hitbox-Aktivitäten mit dem Dritt. Weil in Tanktex dann hat sie einen anderen Move, der etwas besser ist, finde ich, weil du bleibst an der Erde halt, ne? Und dann bist du nicht so sehr unsicher, wenn du auf dem Boden liegst und wenn der falsch geht. Aber die Hitbox-Aktivitäten ist echt gut. Und Konter! Sieht man auch nicht immer bei mir. Es war ein sicherer Konter. Habe ich dann auch gemacht. Ja, Lex Weep ist ja klar, wenn die rollt, ist mir wurscht. Ja, sie sieht hier, nur der Bein ist hoch und ich knall sie. Okay, ich habe kein Problem gegen Cabrera-Kämpfer, die ist gut Matchup aktuell. Gesagt ist die in Vorteil im Kampf gegen Eddie und diese Tosi, die ich noch immer nicht weiß. Okay, noch eine Runde. Level 7. Ich weiß gar nicht, wie viel eine Woche hat bei Tekken. Müsste dann letzte sein. Ich dachte, Wochenende wird nicht gespielt, aber. Von wegen. Ja, und ich komme und ich kann jetzt je nach meinem Geschmack auch umändern. Ja. Hätte die Potenzial gehabt, ihn perfekt zu kriegen, bei der Sonnenkurve wäre schon dann das Ende. Ich habe ihn nie so ganz gekriegt vorhin, ne? Ich hatte schon gewusst, was ihr macht. Und hier auch. Okay. Demon Slayer ist ja komplett sicher bei oberen Angriffen. Ja, das ist ein Move, den ich auch oft mache. Ist aber nicht mehr so gut in Tank 7. Ist nicht mehr so gut. Ja, aktuell, wo ich das aufnehme, ist dann schon Tank 5. Tank 7 des. Oh, Geld habe ich gekriegt. Weil die Runde zu Ende war. Das ist tatsächlich 7 Kämpfe, weil 7 Tage der Woche ist. Ja, ich meine, Tank 7 hat schon. Version 5.09. Ich weiß nicht, ob noch was kommt, aber ich schätze, das ist das letzte Mal. Haben ganz schön wenig geändert, ich habe es aber noch nicht gespielt. Ja, bin auch mal so gespielt. Tekken 5 da größere Action, aber aktuell ist es noch für den letzten Jahr, das Gameplay. Ich habe es nur nicht veröffentlicht. Ja, ganz schön viel Zeit gelassen für Tekken 5. Aber die gute Nachricht sind auch, ich könnte Tekken Tag 2 machen mit denen auf der Wii halt, ne? Wii U meine ich. Wii U ist was anderes als Wii, Leute. Vergiss es nicht. Kannst ja wechseln. Und da war ich so früh. Habe ich schon fast gedacht. Er hätte mich eigentlich nur wegchecken sollen. Mach ich's halt mit dir, Alter. Der ist halt Sieg verschenkt, Alter. Ja, das Auto-Aim. Da kannst du dich nicht so leicht wegrauen. Da musst du schon gutes Timing haben. Um das zu können. Okay, Prost, Leute. Get ready for the next battle. Ladezeiten sind auch sehr kurz. Aber nicht so kurz wie auf der PS3. Anna Williams. Ist, glaube ich. Ja, der ist nerviger Charakter zum Kämpfen immer. Schon wie die Techniken da sind. Aber er hat sich schon sehr verändert seit dem letzten Spiel. Zeigt den Tag.
Das ist nicht mehr so Tekken 3-mäßig, ne? Schon sehr einzigartig. Ja, das ist damals noch ein Kombo gewesen. Das kannst du nicht mehr machen in Tekken 7. Ich glaube nicht mal in Tekken 6 kannst du das mal machen. Diesen Kombo, wo du dann das gleich viele Leben musst du anders kämpfen. Ist auch mehr dazu gedacht, das anders zu machen, ne? Dafür kannst du das, was du bei Tekken 6, Tekken 7 kannst du hier nicht machen. Manchmal während, wenn man die ganzen verschiedenen Tekken-Spiele spielt. Vor allem alle halt, ne? Tekken 6 ist mehr wie die neueren und als das wie immer. Außer Tekken 5 und Tekken 4 ist mehr einzigartig. Ja. Okay, sicherer Corner. Jetzt hätte er sich anders überlegen müssen. Er hätte theoretisch auch Gegenkonter machen können. Aber manchmal ist die CPU zu blöd dafür. Das war auch ein sicherer Corner. Oh, ich dachte, er trifft der letzte. Aber dafür tritt er! Nicht gedacht, dass ich. Hätte wohl nicht gedacht, dass ich noch angreife. Oh, der hat was auch im Spiel ist, Leute. Wer will Pommes und Hamburger bitte, meldet sich bei mir Schmitz. Ja, wenn sie drehen, die Döner, aber ich lasse es nicht zu. Aber er sagt, ich drehe trotzdem am Rad, Alter. Das muss schon so sein. Oh, fast Doppelkehrung. Habe ich jetzt sowieso gewonnen beim Y-Krieger Punkt. Ein Punkt wäre dann sowieso ich gewonnen. Ist ja nichts Güldige, Strife. Da wäre es tatsächlich so, dass es einen Final gibt. Ich hätte da nicht gewonnen, ne? Oh! Scheiße, der Typ. Der nennt mich. Kiss me! Kiss me! Your face! Okay, bleib locker, ich greife mir an. Und wer da angreift, voll in die Magengruppe. Nochmal. Das war schlimmer. Viele sagen, es ist in die Eier, aber ich glaube, es ist mehr auf eine außere Magengruppe. Das ist ja gar nicht so ein Kampfstil passt eigentlich, ne? Und Persönlichkeit auch nicht. Ja, aber mehr in der Faust, Asuka, als mit der. Als in die Eier. Faust in die Face. Perfekt! Ja! Weg mit den Scheiße. Ja, ich bleibe lieber der Vents. Das ist vielleicht etwas geiler. Ja, das Anrennen. Das gefährlichste MC. Das gefährliche. Ja, da ist die Niederlage tatsächlich. Nach 11 Kämpfe, glaube ich. Na gut, dann bleibt ein Kampf in dieser Liga-Runde als eine Niederlage. Ja, da habe ich ja schon mal in den letzten Videos immer gesagt. Aber da es so längerer Abstand ist schon, habe ich ja Jahresanfang gemacht oder so. Da erkläre ich es halt nochmal. Jeder Kampf wird dann halt gerechnet, ob ich gewinne oder verliere, wie ich dann weiter absteige oder befördert werde. Wenn ich unbesiegt bleibe, komme ich natürlich nach oben weiter. Viel schneller. Als wenn ich verliere dauernd. Wenn ich Pech habe, glaube mit mehr als 3-4 Niederlagen bleibt, muss ich die wiederholen, glaube ich, oder was? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe, glaube ich, noch nicht so viel verloren in der einliegen. Ja, guter Kombo. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen Gas geben. Lass mich doch nicht zweimal besiegen, oder? Oh, sieht nicht gut aus. Kawa Black weiß, was er tut. Mit seinem Smiley, aber ich tue ihn das Lachen schon verderben. Ja, da der sich selbst und das habe ich gesehen. Eins in die Fresse mit einem Smiley. Ich hab's doch gewusst. So, brauchen wir einen Schluck? Prost, Leute.
Also ist Raven, der aber nichts sehen kann, aber er benutzt als das Ki, um die Gegner zu aufzuspüren. Bei Killöschen gibt es hier nicht, nicht denken. So wäre der aufgeschmissen. Und die Verkleidung hatte keine Bedeutung mehr. Okay, steht auch ein Jin gerade. Jetzt hat er mich gut hingekriegt. Ja, das war ein Fehler. Ich hätte viel früher machen sollen. Das Problem bei dem ist, er ist ein bisschen schneller Typ. Aber ich sag's ja, Anfang in der Strength ist immer gut ab und zu nehmen. Vor allem in Tank 5 ist es echt H1A, diese Move. Ah, da hat er mich nicht getroffen. Ich habe den Move schon gesehen, aber der trifft mich nicht. Hätte ich gleich auskontern können, aber ich wusste nicht, dass ich nicht mehr treffe, aber ist ja wurscht. Auch mein Kommos weiter. Ja, Mr. Dom, da siehst du schon mal blöd aus. Dass ich dann noch die Runde gewinnen konnte, ne? Jetzt musst du kämpfen. Aber ich kämpfe auch. Oh, der hat schön getroffen. Okay, wird's denn noch spannend? Okay, er macht die geilen Kombos. Hat getroffen, aber. Ja, der hat doch nur. Hab ich doch gesehen, der hat doch nur. Gefindet. Ja, der ist sehr viel schnell machen sollen. Ja, zwei Teile Niederlage in dieser Liga-Runde sind langsam stärker wieder, ne? Die haben auch mehr Erfahrung als ich, aber das sind ja auch nur Geisterkämpfe, ne? Aber von echten Spielern. Ich glaube, sind die noch, wie gesagt, besser als Tekken 5 in anderen Spielkonsolen-Versionen. Gemacht. Das hat sich recht gut, 1A. Sich für auch verheilen und so alles, ne? Zwar nicht perfekt, aber was die Technik damals hatte, ne? Oh, der hätte ich Slowpay machen können. Oh, der hat einfach mich weggegrabt. Sind wir hier in Zypern oder was? Ja, da. Was kannst du in Tekken 5 besser machen? In Tekken 1 ist das schwieriger. Aber wir spielen schon auch so ewig Tekken 1, hä? Oh, Rang ist auf 36. Bin also wieder weiter vorne. Get ready for the next battle. Lauf 1. Ja, 1 bis 7 wieder, ne? Und zur dritte Liga-Runde in diesem Video. Nur keine Bescheidenheit. Er macht die auch ein bisschen fertig. Aber es glaube ich so ein Perverser. Ah, ah. Ja, als ob man wüsste, ich spiele Asuka Kazama. Oder Frauen in Gemeinheit, ne? Oh, gute Konter. Das habe ich nicht vorher gesehen, dass nach unten angreift mit dem Fuß. Das war echt nicht schlecht. Aber reicht nicht zum Sieg. Oh. Mein Rang ist Destroyer. War meins vorher? Nein, ne? War schon immer Destroyer, oder? Habe ich nicht aufgepasst gerade. Aber jetzt kämpfe ich auch wieder mit unteren Rängen wie Master. Aber Master ist kein so hoher Rang. Here we go. Round one. Fight. Okay, sieht gut aus für mich, jawohl. Wusste nicht, was ich da sagen sollte, weil es ist schon eigentlich gelaufen für sie. Sollte man sagen, aber jetzt sieht es gerade für mich nicht so gut aus. Weil ich tue auch gerade nicht die Vorteile von ihr benutzen. Ja. Sterbe nur gerade
Kerzen gerade, das ist fehlerhaft. Fehlerhaft, Alter. Oh. Ja, jetzt ist es wie Finale. Okay, gib's auf, Angle Lock. Okay. Launcher, weil die Gegenangriff gemacht hat. Ist nicht immer gut, bei einem ausstehenden Angriff zu greifen. Habe ich früher Downed immer gemacht. Ich habe immer angegriffen. Und dann kriege ich eins auf die Fresse. Oder die Gegner, die das machen, ne? Ja, es ist auch ein bisschen die Erfahrung, die ich so habe, ne? Ja, es ist auch ein bisschen nicht so komfortabel für die PSP zu kämpfen, aber Steuerkreuz ist echt das Beste, was die hatten. Besser als PS2-Steuerung, das ist echt sehr angenehm, den Steuerkreuz zu bedienen. Dafür ist Analogstick nicht das Beste von mir, das ist die PS4 der Besser. Dafür ist Steuerkreuz einfach nur scheiße. Ja, man kann irgendwie nicht alles haben, aber man sollte schon ein bisschen achten, dass die Geräte immer besser werden, nicht schlechter. Oder teils immer schlechter, das ist schlechter und das ist dafür besser. Das ist Bullshit. Wahrscheinlich. Ich denke mir mal, es wird gar nicht so teuer sein, das so haben. Naja, es ist halt so nie. Es ist nicht mehr so wie früher. Get ready for the next battle. Level 4 darf Chario sein. Crazy Chigo, habe ich gelesen. Nee, Crazy Chario. Na gut, schauen wir mal, was sie so kann. Ah, man hat da einen Zopf, anstatt die normale Sitz. Ja, warum nicht? Dafür gibt es ja die Charakterisierung. Weil so viele Spielen taggen die kleinen Charaktere auch wenn so viele es gibt. Und so unterscheidet man sich jetzt besser. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man genau den gleichen Geschmack hat. In haargenauen. Und für jeden Fall gibt es da als Mimo-Match auf 1 und 1. Oh, pariert! Kann auch nicht jeder mit Chayo. Ja, schöne Show, Leute, was wir hier abliefern. 1-1, Leute. Come on. Entschuldigung. So, mehr Abwehr, aber dann kommt doch mal mein Komma durch. Aber Volkan durch. Ja, die kann sich sehr schnell kontern mit ihren Angriffen. Das kann, glaube ich, jeder Spieler hat so einen Angriff. Ja, der hat auch solche Angriffe. Kontern? Jawohl. Wusste ich doch. Das ist doch ein Must-Safe-Counter. Jo. Fühlt sich ja als Meisterin hier auf. Hell yeah. Wer darf das denn sein? Muss ja, glaube ich, in der gleichen Reihenfolge machen, weil das kann ich nicht aussuchen. Ich kann aber Escoren, wer da jetzt noch kämpft. 92% gewinnen, noch immer. Trotz drei Niederlagen. Läuft noch immer gut. Inner Swing macht was her bei dem. Ja, perfekt. Das geht doch recht 1A ab. Besten Angriffe zusammen und er ist geliefert. Ja, die Hitbox ist sehr hoch, Alter. Ich glaube, ist es sogar in Tekken auch noch besser, dass wenn der neutral liegt, kannst du das ihn noch treffen. Das wäre auch beschissener. auf gut Deutsch gesagt. Get ready for the next battle. Round one. Fight. Okay, kommt er uns dann sicheren Angriff machen. Auch wenn er im Block ist, ist er sicher. Jo, konnte nur kontern. Aber zieht gar nicht so viel ab. Na gut, nach den zwei Schlägen ist schon die Hälfte weg. Da beschwere ich mich doch nicht so sehr. Aber kann gefährlich werden, der Wang Weng.
Da weiß es von Chayo. Der Freund des Vaters von Großvater von Vegeta. Ich meine, Katsuya. Oh, schwitze da. Obwohl schon abends ist, schwitzt. Naja, fühle dich als Meisterin hier auf. Du hast einen Meister besiegt. Das hatte ich sowas. Okay, Dragunov. Das wird wieder nicht einfach. Diesmal ohne Niederlagen. Das gefällt mir schon besser. Letzte Runde habe ich ja zwei oder dreimal verloren hier. Ich glaube nur zweimal. Naja, trage eine Maske und sei Mann in der Oper. Ja, die hat sehr schnell und aggressive Angriffe. Schau, wie schnell der ist. Der ist doch Wahnsinn. Dass ich das Spiel noch stärker mache, dann ist es schon Wahnsinn. Ah, ich wollte einen anderen Angriff machen, glaube ich, ne? Oh, da hätte ich angreifen können. Aber da war doch offen. Der hätte da besser angreifen sollen, dann hätte ich verloren. Hm. Ah ja. Ein bisschen Glück, auch im Kampf. Jo. Entschuldigung. Perfekter Sieg, Leute. Nicht weniger habe ich erwartet. Das ist voll gelogen, aber... Es war echt gut. Ich bin 14, wow. Ich bin in Rang 14. Schaut euch doch an. Aber nur diese Welt, ne? Wohlgemerkt. Get ready for the next battle. Ja, gegen Xayo. Wieder Crazy Xayo. Was ist mit dem Boss? Der will mal ein Rematch haben. Mit seinen 164 Niederlagen kann das, glaub ich, verknicken. Hat aber über 1000 Siege. Oh! Jo, der hat noch getroffen. Hitbox ist echt groß. Ich hab's euch gesagt, es ist echt groß. Ich sag's ja. Mach's doch nur Schau, du Typ. Bist doch gar nicht crazy. Oh, Saturnia. Das ist noch besser. Get ready for the next battle. Tu ich gar nicht so. Auch gepasst. Ah ja. Ich weiß es ja nicht mehr aus, wenn ich den ganzen Kämpfe, die ich da gemacht habe, das ist ja schon länger her. Ja, also der ist weg. Der ist einfach nur weg. So ist lieber nicht so viel saufen Kaffee. Du bist nur überaktiv und laufst nur auf. In meiner Faust einer. Okay, das sieht jetzt schon schlecht aus wieder. Hm. Überrennen kann ich nicht, da mache ich Demon Slasher. Nochmal Demon Slasher. Kommt dann! Oh, doch nicht. Na gut, dann ist halt unsicher und ja, da feiern. Das ist eigentlich auch ein sicherer. Aber ich glaube, ich war mir da, glaube ich, ein bisschen unsicher, wie das Timing war, ne? Das ist manchmal noch immer sehr. Ja, man ist nicht so gewöhnt ist mehr. Das Timing gewöhnt. Get ready for the next battle. Geil. Round one. Fight. Oh, von dem Rücken. Vor allem Dre am Rücken. Da gibt es auch immer keine Animation, dass der vom Rücken her gefahren wird, ne? Müsste eigentlich geben, aber naja, es tut halt nichts. Bis heute noch nichts. Vielleicht ein Tank 8. Wer weiß. Okay, Mokushin könnte Probleme machen, weil jeder unter ein anderer Charakter ist.
Das sieht aus wie Bike. Die lockere Haltung und so. Oh, das wäre sicher Konter gewesen, naja. Eben hat Combo. Okay. Mache ich sichere Sachen. Auch im Block wäre das sicher für mich. Get ready for the next battle. Time to die. Round one. Fight. Okay, guter Kombos, die ich mache. Voll durchgezogen, Leute. Okay, kein Fehler machen, sonst bin ich auch weg. Da, ja, habe ich gut gehabt. Ich habe so Safe-Rolle gemacht, dass ich weiter Platz habe und dann voll weggezogen. Diesmal ein Konter. Schau, das ist sehr gut. Perfekt, Alter. Torschläge und alles. Ist alles durchgekommen. Da. Boah, nichts, wie ich sagen. Das ist einfach weg. Weg, weg, weg mit Nina, Leute. Weg mit sie. Okay, nun Rang 1. Krawatte habe ich freigeschaltet. Die leeren Dojo. Ich glaube, das ist der letzte schon, ne? Oder der Geheimnis vorne. Ja, schauen. Bis dann. Okay, ich denke, das war's, oder? Jawohl. Das war's für diese Folge. Wir sehen uns dann beim leeren Dojo, ja, einem Vulkan. Dann sage ich, ciao. Bye-bye.